Weil Menschen in ähnlichen Situationen ähnlich agieren, sehen wir jetzt eine Parallele zu den 1970er Jahren, auch damals ja ein Überschießen der Inflation. Und es beginnt stets damit, dass die Verantwortlichen sagen, es gibt gar keine Inflation. Dann nächste Stufe, diese Inflation ist vorübergehend. Dann nächste Stufe, oh, diese Inflation ist nicht vorübergehend. Shit, was machen wir jetzt? Dann, wer ist schuld an der Inflation? Das ist der Zustand, in dem wir jetzt sind. Dazu gleich mehr. Und dann kommt die panische Reaktion. Wir müssen voll auf die Bremse treten, so wie es damals Paul Volcker gemacht hat, der dann die Geldmenge zunächst verknappt hat und dann die Zinsen angehoben hat, und siehe da, das Problem der Inflation hat sich dann lange Zeit erledigt. Aber eins nach dem anderen, wir sehen jetzt, wir sind in der vorletzten Stufe, nämlich der Drohungen, der Verbalinterventionen und der Suche nach den Schuldigen. Hier hat man jetzt offenkundig so einen zwischenzeitlichen Pakt geschlossen zwischen Biden und Xi Jinping, nämlich China hat jetzt gesagt, wir arbeiten daran, wie wir unsere Ölreserven dann freigeben können. Jeder Staat hat ja Notfallreserven und die Amerikaner haben das noch nicht gemacht. Biden hat gestern ja gesagt, ja, wir gucken mal, ob da kriminelle Machenschaften bei den Öl- und Gasfirmen sind. Also Drohung, wer ist schuld an den erhöhten Preisen? Alle natürlich, nur nicht die Politik und die Notenbanken, ist klar. Dementsprechend sind es dann eben die Sektoren, die diese Preissteigerung besonders verzeichnen, die dann im Fokus sind. Und Biden hat jetzt Indien, Südkorea und eben auch China gebeten, da ein bisschen zu helfen, aber nicht die Europäer, interessanterweise. Japan, also Asien ist im Fokus der Amerikaner, die Europäer werden gar nicht mehr gefragt. Und wir sehen, dass der Ölpreis reagiert. Wir sind jetzt unter 78 Dollar gefallen, damit sind wir das erste Mal seit September, also seit gut zwei Monaten, unter dem 50-Tages-Durchschnitt gefallen. Da ist jetzt ziemlich Druck auf der Pipeline, das erwischt viele auf dem falschen Fuß. Goldman Sachs hat ja immer wieder gesagt, wir werden auf jeden Fall auf die 100 Dollar laufen. Und wir sehen insgesamt, dass wir jetzt in vielen Rohstoffbereichen in einer sogenannten Demand Destruction sind. Das heißt, wir haben im Grunde zu wenig Angebot und zu viel Nachfrage, sodass dann eben das Risiko der Verbalinterventionen kommt. Das ist der Zustand, in dem wir jetzt sind, bei dem oder in dem die Chinesen schon vor einigen Wochen waren. Erinnern wir uns, China hat gesagt, Peking hat gesagt, ja, wir werden alles aufkaufen am Markt, was es an Kohle gibt, hat seine Firmen angewiesen, genau das zu tun. Daraufhin sind die Preise gestiegen. Darauf hat Peking gesagt, was, die Preise sind gestiegen, da muss es Schuldige geben. Dann hat man bestimmte Leute verhaftet, hat bestimmte Leute bedroht und hat Verbalinterventionen gemacht, hat verbal gedroht und daraufhin ist der Preis gefallen, wie hier etwa für Kohle. Das ist das Muster, das hier passiert ist. Das ist dann sozusagen nochmal der Kämpfermodus, wo man versucht, die Schuldigen zu benennen, Drohungen auszusprechen. Das hilft dann kurzfristig, dann fallen die Preise nochmal. Dann stellt sich aber raus, nein, es sind strukturelle Faktoren, die kannst du gar nicht durch kurzfristige Drohungen etc. wirklich beenden. Das stellt man dann irgendwann fest. Jetzt haben wir die Schuldigen inhaftiert, jetzt haben wir alles getan und trotzdem bleiben die Preise hoch. Und dann kommt die Reaktion der Notenbanken und sie wird auch diesmal kommen müssen. So wie in den 1970er Jahren. Wir sehen hier auf der linken Seite Arthur Burns, eigentlich ein gebürtiger Europäer, der damals der Chef der Fed war. Und der hatte die ganze Geschichte in den 70er Jahren laufen lassen, hat gesagt, ja, wisst ihr was, also hier diese Inflation, das hat ja nichts mit unserer Geldpolitik zu tun und hat deshalb die sogenannte Kernrate der Inflation erfunden. Also Inflation, Verbraucherpreise ohne Nahrung und Energie, das ist schon ein ziemlicher Schwachsinn per se, weil Nahrung und Energie eben die zentralen Faktoren sind, aber das ist nach wie vor eine maßgebliche Kategorie. Wir werden jetzt wahrscheinlich dann von der Fed bald irgendwie eine Pandemic Adjusted Consumer Price Measure sehen, also eine pandemiebereinigte Inflation möglicherweise, das würde nicht erstaunen. Und damals in den 70er Jahren ist es so wie heute, es sind dann vor allem in den Bereichen, wo die Preise besonders steigen, wäre eine Straffung der Geldpolitik besonders zerstörend, könnte man sagen. In den 70er Jahren waren es die Rohstoffpreise, die sehr hoch waren.
bei den Manufacturern und den Minern, also alles, was mit Rohstoffe zu tun hat. Heute ist es der Finanzmarkt, ist es der Aktienmarkt etc. Da steht also sehr, sehr viel auf dem Spiel. Deswegen haben die Notenbanken wahnsinnige Angst, hier ranzugehen, denn sie wissen, dann ist dieses aufgeblähte Kartenhaus nicht mehr zu halten, dann sind diese Bewertungen nicht mehr zu halten. Es ist ja alles auf Allzeithoch, Immobilienpreise, Aktienpreise, alles steigt und steigt und steigt und man denkt, ja, das wird ja immer so weitergehen. Es wird natürlich nicht immer so weitergehen, weil es nie immer weitergehen kann. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Jedenfalls macht Jerome Powell in etwa denselben Fehler, als wie es Arthur Burns in den 70er Jahren gemacht hat, als er gesagt hat, wieso, das hat doch nichts mit uns zu tun. Und Jerome Powell sieht überall mögliche Ursachen einer Inflation, nur nicht in der Geldpolitik der Fed. Die hat ja massiv die Geldmenge ausgeweitet. Das bedeutet nicht automatisch Inflation, aber wenn dann bestimmte Faktoren zusammenkommen, wie eben nach einer Pandemie, steigende Nachfrage, Supply Chain Issues, also Lieferkettenprobleme, dann wird es einfach schwierig. Wir sehen im Nahrungsmittelbereich gibt es erste Kapitulation. Der Cargill CEO verlässt das Team Transitory, sagt Persistent Food Inflation. Er sagt Labor Shortages, also es sind die Arbeitskräfte, die schlichtweg fehlen. Wir sehen, Goldman Sachs hat jetzt einen neuen Supply Chain Indikator. Da ist die Frage, wie sind also diese Flaschenhälse, diese Lieferengpässe? Und wir sehen überraschenderweise, der ist von 10 bei 10, also maximal fast auf kompletten Anschlag. Hier unten sehen wir einen Real-Time-Ticker Supply Chain Index. Auch so tief wie noch nie. Also diese anekdotischen Erzählungen, guckst du, hier ist ein Unternehmen, das fängt jetzt wieder mit dem an, schön und gut. Aber es ist hier das Makroumfeld, das möchte ich dem einen oder anderen zurufen. Und hier sehen wir null, null praktisch an Veränderungen. Das Einzelne sind eben Anekdoten. Das hier ist das große Bild und wir sollten uns am großen Bild orientieren. Das große Bild ist eben dann auch weiterhin inflationär. Das merken die Amerikaner jetzt kurz vor Thanksgiving, dass die Preise für ihre Turkeys um 24% im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen sind auf ein neues Allzeithoch. Und Inflation, das weiß man auch, am Bosporus ist ein Problem, da ist die Inflation bei 20%, die Leitzinsen sind bei 16% und heute werden sie möglicherweise auf 15% gesenkt, weil Recep Erdogan es so will. Da ist die Frage, ca. 13 Uhr dürfte die Entscheidung passieren, ob die türkische Lira weiter abstürzt. Die war schon in Richtung 11 unterwegs, also im freien Fall die türkische Lira als Musterbeispiel für das, was drohte, wenn man sozusagen die Dinge überspannt. Wir haben widersprüchliche Dinge derzeit an den Märkten. Wir haben zum Beispiel einen Baltic Dry Index. Da ist oft Kohle, Eisenerz, Getreide, das sind also bestimmte Waren, die mit diesen Schiffen hier transportiert werden. Der ist jetzt massiv abgestürzt, 5 Handelstage in Folge unter Druck und Sie sehen hier, wie dieser Preis abgestürzt ist. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Metalle an der Metal Exchange in London, dass hier die Spotpreise, also die aktuellen Kassa-Preise, höher sind als die Futures, was bedeutet, dass das Angebot nicht mit der Nachfrage Schritt halten kann. Also wir sehen, das ist eine sehr komplexe Welt natürlich. Es ist nicht alles schwarz und nicht alles weiß. Heute oder gestern Abend auf meinem Video hat jemand als Kommentar geschrieben, Inflation am Jobmarkt haut gerade massiv rein. Bei uns in der Firma dreht sich das Personalkarussell wie verrückt. Die Leute wechseln in rasendem Tempo die Firma, weil sie auf dem Markt 30% mehr bekommen. Diese höheren Kosten werden in 2022 und 2023 bei den Produktpreisen ankommen. That's exactly the case, finde ich einen sehr schönen Kommentar, weil er direkt von der Basis, direkt von der Realität kommt. In den USA, wissen Sie ja, ist die Quit Rate, also diejenigen, die ihren Job verlassen, so hoch wie noch nie. Noch nie haben so viele Menschen ihren Job verlassen. Entweder, weil sie mit Aktien spekulieren, weil man da ja automatisch reich wird. Und zweitens, weil man eben weiß, wenn man den Job wechselt, ist normal beim neuen Arbeitgeber viel mehr zu verdienen. Also Lohnpreisspirale ist im vollen Gang. Was haben wir noch? Wir haben die Märkte gestern. Die letzten zwei Handelstage sind die Märkte gefallen, zumindest was Dow und der S&P betrifft. Alles nicht dramatisch. Wir sehen, dass vor allem Energie- und Finanzwerte unter Druck waren. Die Renditen gestern ein bisschen wieder gefallen. Öl eben natürlich gefallen. Wir sehen, dass Tech ordentlich performt hat. Consumer Discretionary. Wir sehen, dass hier der S&P 500 ein bisschen aufpassen muss, dass er hier nicht aus einer sehr kurzfristigen Schulter-Kopf-Schulter rausfließt. Hier unten sehen wir mal, wie die herausfliegt, muss es heißen, wie die einzelnen Indizes in den USA performt haben. Am besten der Nasdaq, am schlechtesten der Russell 2000, der eben viele Finanzwerte
Finanzwerte und Energiewerte auch in sich hält. Wir sehen, dass japanische Aktien ihre Verluste aufholen, nachdem Kishida, der neue Ministerpräsident, gesagt hat, ja, wir werden 488 Milliarden Dollar mal eben als fiskalisches Programm auflegen. Also auch hier wieder dasselbe Muster. Wenn du mit einem Medikament nicht weiterkommst, dann musst du einfach die Dosis erhöhen, dann wird es sicherlich funktionieren. Und jetzt ist überraschenderweise Joe Biden, da hieß es doch kürzlich, also in den nächsten 4 Tagen, mithin in dieser Woche soll entschieden werden, wer neuer Fed-Chef ist oder ob es eben der alte ist, Jerome Powell. Manche zweifeln schon an der mentalen Fitness bei Joe Biden, aber es ist jetzt eben eine extrem politische Frage. Wir sehen, dass Joe Biden ja massiv unter Druck ist und wenn er möglicherweise eben vor allem die linken Demokraten befriedigen muss, indem er eben Lloyd Brainard dann als Fed-Chefin nimmt, die in Sachen Bankenaufsicht, in Sachen Regulierung deutlich strenger ist als eine Jerome Powell, die eine Frau ist, eine Demokratin ist, die eine internationale Perspektive hat, weil sie in Deutschland und Polen aufgewachsen ist, eine gebürtige Hamburgerin. Na, das wäre doch schon mal ein Grund, sie zu wählen, nicht wahr? Und dementsprechend ist jetzt Jerome Powell zu einer politischen Spielkarte geworden. Je nachdem, wie das Ding läuft, wird es hier ausgehen. Ich habe so ein bisschen mal versucht, ein paar Hintergründe zu zeigen in dem Artikel, den ich gestern Abend im Marktgeflüster schon empfohlen hatte, warum Lael Brainard nächste Fed-Chefin werden kann. Kann die Fed überhaupt diese Inflation bekämpfen? Nein, kann sie wahrscheinlich nicht. So oder so, aber was sie kann, ist seriell Blasen aufzublasen. Das hat sie bisher erfolgreich getan. Warum sagt man nicht einfach, lasst doch die Märkte mal die Zinsen bestimmen? Lasst den Markt den Leitzins definieren. Warum brauchen wir da eine Fed, die letztendlich weder irgendwelche Katastrophen oder wirtschaftliche Einbrüche voraussagen kann, wie die Vergangenheit gezeigt hat, die zu nichts in der Lage ist, außer Märkte zu manipulieren? Lasst die Märkte Märkte sein, lasst den Zins durch die Fed setzen. Das wäre doch eigentlich das richtige Motiv, um hier, naja, wieder Märkte zu etablieren, auf denen unser System ja letztendlich basiert, der Freiheit. Wir sehen jetzt Verbalintervention, Drohungen ist die Vorstufe wiederum zur Unfreiheit. Da sehen wir, dass die Dinge hier sozusagen wieder antidemokratisch laufen, dass antifreiheitlich jetzt hier gedacht wird, wenn jetzt die Schuldigen an der Inflation gesucht werden. Noch kurz nach China. Hier Property Developer Shinsun fällt um 40%, nachdem S&P auch hier eine massive Abstufung tätigt. Evergrande verkauft jetzt weitere Kronjuwelen, Anteil an Hankton Networks. Also man sieht, die versuchen jetzt alles an Liquidität noch reinzuholen, was geht. Und die Corona-Situation wird immer dramatischer. Erstmal 60.000 Fälle in Europa. Hospitalisierungsrate steigt deutlich an. Man diskutiert jetzt einen 14-Tage-Lockdown in Sachsen, wo die Impfquote ja relativ gering ist. Jetzt wird wohl bundesweit 2G dann kommen. Das wird noch mehr Druck auf die Ungeimpften machen. Die können dann teilweise nicht mehr Bahn fahren, in Kinos gehen. Und jetzt wollen viele sich offenkundig dann doch impfen lassen. Schweden wird übrigens, das ja von den Impfgegnern immer als Vorbild auch genannt wird, einen Impfpass einführen ab dem 1. Dezember. Also die Realität ist auch hier etwas komplexer. 2 Hinweise noch, meine Damen und Herren. Kryptowährungen, Spekulationsblase oder Alternative zur bestehenden Geldordnung. Heute 18:30 live. Ausstrahlung von Boom und Bust mit Sascha Huber, der ein extrem grundsätzlich tiefgehendes Wissen hat über Kryptowährungen als studierter Informatiker. Das ist ein toller Gast, das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Ich werde unter das Video den Live-Link posten, 18:30, dann einfach diesen Live-Link aktivieren. Und ich verweise nochmal auf das, was am Freitag kommt, wo unter anderem ich einen Vortrag halte über Informationsquellen, wie finde ich die besten Informationen an der Börse. Aber es sind auch Christian Rieck zum Beispiel, der über die Frage sprechen wird, ist Börse ein Glücksspiel? Und viele andere. Der Link zur Anmeldung ist wie gestern auch unter dem Video. Wie gesagt, heute ist faktisch der letzte Tag, sich da anzumelden. Wer es morgen nicht sehen kann, am Freitag, wo es dann ausgestrahlt wird, der kann über diesen Link, den er dadurch generiert, eben das dann Tage später gucken. Also ist es eben entscheidend, den Link zu bekommen. Das soll es erstmal gewesen sein. Und jetzt sage ich Servus und Ciao.